Schwangerschaft Käsefondue essen? Gute Frage. Habe ich mich auch schon gefragt. Wurde das schon mal gefragt? Beschäftige mich seit längerem. Quacksalber 79, du auch hier, Freund. Ja, wollen wir chatten? HDL? Glückwunsch zur Schwangerschaft. Wer ist denn der Vater? Meinst du Käse aus Rohmilch oder Heumilch? Müssen wir überhaupt noch etwas essen? Lese dazu meinen Blog lebenohneessen.de. Vegan ist die Zukunft. Ich selbst bin seit Jahren Veganer vierten Grades. Vierten Grades? Ich esse nichts, was einen Schatten wirft. Esse viel. Was so viel heißt wie super frech grinst. Ist kein Käsefondue. Schließlich war Hitler Vegetarier. Du hast Fondue mit Ü geschrieben. Korrekt ist UE. Meine ganz andere Frage zu dem Thema. Zum Abendessen schwarze oder braune Schuhe? Abendessen? Nee, Abendessen. Mal. Oh Mann, die Frage gab's doch schon. Siehe unter www.es-gibt-ja-keine-dummen-fragen.de/abendessen. Wird man von Käsefondue schwanger? Schock! Gute Frage. Habe ich mich auch schon gefragt. Wurde das schon mal gefragt? Ich habe mich auch länger beschäftigt. Quacksalber 79, was ist jetzt mit deinen Augen? Grauer Star oder Augeninnendruck? Sorg. Das kenne ich, das muss Krebs sein. Nein, nur dreckige Brille. Wer weiß. Gibt es für Fondue-Sets eigentlich Bauanleitungen? Baupläne siehe unter www.machsdirdochselbst.de. Gibt es im Netz auch Baupläne für Sprengsätze? Ich baue mir gerade meine Küche selbst. Ich glaube, ich habe das Internet gelöscht. Wo ist es hin? Schau mal im Papierkorb nach. Ads! Da ist nur eine Bananenschale. Hallo, mein Name ist Andi. Ich bin neu hier. Hallo, Andi. Mal eine dumme Frage. Kann man verhüten, wenn das Kind schon da ist? Wie alt ist es denn? 35 Jahre. Da hilft nur noch Fee heiraten. Was? Eine Fee heiraten? Verheiraten! Mein Abzug klemmt. Welcher Abzug? Deine Dunstabzugshaube? Nein, der von meiner Pistole. Schock! Drück ab, traust dich eh nicht. Frei! Nicht, Tata. Machst du eh nicht. Wenn ich beim Thema bleib, schließe ich den Thread. Wisst ihr, dass man den Suizid nicht von der Steuer absetzen kann? Nochmal zurück auf meine Frage. Kann man von Käsefondue schwanger werden? Gute Frage. Habe ich mich auch schon gefragt. Wurde das schon mal gefragt? Beschäftigt mich seit längerem. Von Käsefondue sehe ich immer schwanger aus. Abdrücken, 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 abdrücken. Hast du schon abgedrückt? Nein. Siehste. Ein Teilnehmer hat den Thread verlassen. Ich habe ein Rezept für Käsefondue. Lecker.